Moin zusammen, weiter geht's mit Witcher 3. Die Quest Sammle sie alle, vervollständige deine Sammlung von Gwyn-Karten. So, ich bin in Skellige. Und zwar nordöstlich auf der Insel. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt hier. Ne, da. Im Hafen von Uriala. Und, Moment. Wir haben ja das Questbuch. Mit den Gwyn-Karten. Da wird uns ja angezeigt, welche man noch braucht, welche empfehlen und wo die ungefähr sind. Gwyn, ein Wunderleitfaden. So, Skellige 1. Und ich habe überlegt und überlegt, kann eigentlich nicht sein, ich war hier überall. Und, nee, war ich nicht. Ich habe den Tavernenwirt vergessen. So, und der hat nämlich noch ein paar Karten zu verkaufen. Grüß dich, Fremder. Trink doch was mit uns. Ich weiß nicht, ob ich damals nur eine normale Runde Quill mit ihm gespielt habe. Was habt ihr denn zu bieten? Und vergessen, in seine Auslage zu schauen, auf jeden Fall. Quest beendet. So, ich weiß jetzt nicht, welche der vier Karten das war. Irgendwelche musste ich dann doppelt haben. Auf jeden Fall, ja, war es das schon mit der Quest. Da hatte ich eben schon mal reingeschaut, weil ich nicht wusste, wo auf Skellige. Deswegen bin ich einfach mal gucken gegangen. Und einen Erfolg gab es dafür auch, dass man alle Karten gesammelt hat. Wie der heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Und das war es eigentlich schon. Ich glaube, sammle sie alle oder so, heißt diese Belohnung, die es dafür noch gab. So, aber wo wir schon mal auf Skellige sind, würde ich sagen, Waffenbrüder Skellige, fliegende Fäuste und Meister der Arena. Ich würde sagen, dann machen wir direkt fliegende Fäuste noch weiter. Ich versuche es auf jeden Fall. Letztes Mal habe ich ja ziemlich böse auf die Schnut bekommen, als ich hier war. Muss einfach ja, besser aufpassen. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? So, und wo fangen wir an? Ich würde sagen, ich gehe hier ganz runter. Bei dem hatte ich schon mal versucht auf, weiß nicht, ich glaube Level 24 oder so. Weil ich dachte, ja, ne, Boxen ist eigentlich relativ wurscht mit dem Level. Muss halt nur blocken, ausweichen und zuhauen, aber... Nee, da habe ich nach dem ersten Schlag gelegen. Aber freut mich, dass ich die Gwyn-Quest endlich mal komplett abschließen konnte. Ich habe es ja vor ein paar Jahren schon mal durchgespielt. Und da hatte ich keine Chance. Weil ich halt auch das Gwyn-Turnier nicht gewonnen habe. Da hatte ich keine Chance, da irgendwie an den anderen Karten noch ranzukommen. So, wo ist er? Herr Buchmacher. Will einer immer noch kämpfen? Zu mehr taugt er nicht. Willst du gegen ihn antreten? Lassen wir einer nicht warten. Vielleicht wird's ja ein sauberer, spannender Kampf. So. Daumen gedrückt. Er ist ja auch nur auf 29. Auf jeden Fall passe ich auf, dass ich immer nur ein, zwei Dinge raushau. Irgendwie ausweich oder halt... zuhau und mich nach Möglichkeit nicht treffen lassen. Oder einen Konter halt so wie jetzt. Na komm ran, Junge. Sieht auf jeden Fall schon besser aus als das erste Mal. Ja, pass mal auf. Zack. Vorwärts! So, und jetzt kannst du nämlich nicht. Verdammt. So, jetzt kann er nämlich nicht mehr nach hinten ausweichen, so wie eben. Und er taumelt. So, dranbleiben, dranbleiben. Kaputt machen da. Da liegt er. Toller Kampf. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast noch mehr Kämpfe vor dir. Zuerst musst du Grimm aus Helmstein auf Arzgellig besiegen und Valgard aus der Nähe von Kertrolde.
Kannst du auch eine Axt führen? Oh. Sieh dich vor den Banditen im Hochland vor. Ist blass. Banditen im Hochland? Gestern auch gesoffen. Oh, nilfgaardische Wächterrüstung. Hör auf zu brüllen. Niemand auf den Inseln kann sich mit dir messen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier südwestlich von Ker Troll. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das ist. Grimm. So, und wenn wir mit den Boxen durch sind, dann wird es ja auch mit der Hauptquest weitergehen. Ich habe halt noch ein paar Schatzsucher-Quests in Novigrad, Level 29, 30 und 4. Was sind denn das? Hexeraufträge. Die sind aber, glaube ich, auch noch ein bisschen zu hoch für mich. Deswegen erstmal alles weitere abgrasen, was davor so noch drankommt. So, mal kurz zwischenspeichern. Ein Gast! Geralt von Riva persönlich wird dich... Oh mein, der kennt mich. Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich habe von dir gehört. Folan ist mein Freund, seit wir Knirpse waren. Und du hast sein Leben gerettet. Ich habe gehört, ihr macht hier Kämpfe? Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst. Wer ist mein Gegner? Aha, neugierig, was? Er heißt Grimm. Er ist Holzfäller und im Winter prügelt er sich durch die Tavernen. Wollte diese Saison die Meisterschaft gewinnen, aber daraus ist nichts geworden. So, ich hab gerade den Fernseher mal ein bisschen lauter gemacht. Ich bin bereit. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Ja, von dem will ich keine Gelatz bekommen, wenn der hier schon so eine Kettenhandschuhe an den Fingern hat. Verlieren wir die Nerven. Oh, shit. Das war eine kurze Runde. Grimm gewinnt klar gegen Geralt den Reisenden. Der Verlierer hat natürlich ein Anrecht auf eine Revanche. Wenn er Manns genug ist. Na klar. Ich hab meinen Kaffee noch nicht getrunken. Ein mutiger Reisender, der ganz allein. Hey, so weißer. Ich will nochmal kämpfen. Sobald du bereit bist, sag einfach Bescheid. So, da bin ich froh. Ich bin bereit. Dass man die Quest dann nicht quasi verloren hat. Dann kämpft! Also im Sinne von gescheitert. Komm schon! So, jetzt aber. So sieht ein Zwinger aus hier, finde ich. Hopp. Schneller! Na komm. Ups. Komm schon! Eingesprungen. Ja. Aufpassen. Eine Herde Geißböcke soll dich aufspießen. Ja, mal nicht so frech, Junge. Oh, Knie ins Gesicht, auch erlaubt in einem Boxkampf. Sehr schön. Geralt der Reisende hat gewonnen. Freya, verdammt. Du solltest gegen Valgard kämpfen. Der ist ein würdiger Gegner. Puh. Ja, wie war das? Revanche, wenn er Manns genug ist? Sauha. Er fordert keiner. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Hört man nicht komisch, Junge. Ich
Ich werde... Ach, hier bin ich. Arimbjorn. Ich werde hier nochmal kurz in die Taverne huschen. Ich bin einfach mal neugierig, ob der hier vielleicht auch noch Karten hat, die ich ein zweites Mal kaufen kann. Achso, die Tür ist auf. Ich wollte gerade sagen, Tür kaputt. Wir haben Freya zu danken, dass sie dich geschickt hat. Na, was denn? Zeig mir was dazu. Nur Delikatessen. Aber ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Das ist nur die Frage, was so eine räuberischen Seefahrer hier als Delikatesse verstehen. Ne, sieht aber gut aus, hab noch genug Futter dabei. Leb wohl und danke für die ausgezeichnete Bedienung. Ja, ich weiß noch, als ich hier verhaftet wurde und dann im Anschluss zum Tode verurteilt, weil irgendwelche Spinner meinen, sie müssen sich bedienen. Echt rumgekommen hier, ne? Wahnsinn, ey. So, Hafen von Kertreude. Auf geht's. Hast du die Pläne gesehen? Ach komm, Lütze darf sich das mit angucken. Wo ist sie an? Unten fast platt. Und nur zwei. Machst du eigentlich den Hering? Ja, ich hasse Befehl. Er will damit die Jaruga raufsegeln und so. Ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du siehst du den Weißhaar? Der kommt mir gefährlich vor. Und sie ist krank aus. Wolfsbringt lieber etwas mit. So. Hier nochmal kurz zwischenspeichern. Und darfst du gut machen. Ich will kämpfen. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Sieht auch nicht. Die Turnierregeln. Wie lauten sie? Unter den Kämpfern sind sowohl Emporkömmlinge, die ihr Geschick, ihre Stärke und ihren Mut beweisen möchten, als auch alte Kerle, die keinen Rost ansetzen wollen. In Novigrad und Tvel gibt's sowas auch. Aber das sind in Wahrheit nur Kneipenschlägereien, wenn du mich fragst. Aber das hier ist ein richtiges kleines Fest. Ich bin kampfbereit. Du hast dich gut geschlagen. Ich hoffe, du hältst das gegen Olaf durch. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Okay, ja. Hör zu, wir machen's so. Im ersten Kampf gehe ich zu Boden. Aber dann kämpfen wir nochmal und da gewinnt der Bessere. Schluss jetzt mit dem Geschwätz! Kämpft! Ja, kann ich ja mal ein bisschen abtasten. Wie das aussieht mit dem. Ach guck mal, 27 ist er nur. Also. Zusammenbleiben! Okay, er teilt nicht wirklich viel aus. Komm schon, komm näher. So, und in der Ecke kann ich ihn ein bisschen bearbeiten. Und dann kommt aber direkt so ein Jab von ihm. Muss ich aufpassen gleich. Valgard gewinnt! Danke. Du weißt, mit deinen Händen umzugehen. Ja, das tue ich. Respekt, Hexer. Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, ja. Held? Ja, Held? So, Revanche. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! Gut. Du hast einen Inselbewohner beleidigt, Mutant! Zusammenbleiben! Na, komm ran.
Guck mal, Richtung zu deiner Eulen hier. Scheiße. Scheiße. So, jetzt aber. Bei Himmels Axt! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Fuck. Ich wollte eigentlich nach hinten ausweichen, weil ich wusste, ich darf jetzt nicht nochmal nachsetzen. Hat leider nicht so hingehauen wie geplant. Du Rabenfurz! Zusammenbleiben! Wie zusammenbleiben? So. Wir sind beide ziemlich im Arsch. Da liegt er! Sehr cool. Ich dachte schon, ich verliere ein zweites Mal. Der Fremdländer hat gewonnen! Noch alle Zähne drin? Der Fremdländer hat sich als würdig erwiesen, gegen Olaf zu kämpfen. Dein Gegner, der Meister von Skellige, erwartet dich auf Ahn Skellig. Nice. Respekt, Hexer. Zur Seite. So, ups. Lauf, Blitze. Sagt er noch was? Nee, seine Alte ist auch weg. Schade. Ein Hexer, wie? Das wollte ich schon. Los, lauf! Was macht ihr Hexen, wenn keine Basilisken bald? So, auch mit der Schnellreise dahin. Ja, Schnellreise, definitiv. Achso, Hafen von Uriala, hier sind wir wieder, wo wir eben gestartet haben. So, nach dieser Quest haben wir ja noch eine Meister der Arena oder so. Die würde ich dann gegebenenfalls auch direkt mit abschließen. So. Muss ich oben hoch oder was? Ich habe mich von dir getäuscht, Hexer. Du willst gegen Olaf kämpfen? Er hat lange auf einen würdigen Gegner gewartet. Diese Wettkämpfe finden sonst auf der Straße statt, höchstens in Tavernen. Ihr habt hier eine richtige Arena dafür. Errichtet dank Birna Brans Großzügigkeit, die ihre Juwelen gespendet hat. Interessant. Wo ist Olaf? Er zeigt sich, sobald es einen Herausforderer gibt. Ich kämpfe gegen Olaf. Der Faustkampf ist eine Tradition in Skellige. Und hier auf Ahn Skellig ist sie absolut heilig. Was ist an eurer Tradition so besonders? Einst lebte ein Krieger namens Duns Ursus auf Ahn Skellig. Er bekämpfte die Monster mit bloßen Händen. Der Wettkampf findet ihm zu Ehren statt. Ich werde kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Geralt von Riva, tritt ein in die Arena. Siegst du, hast du die Ehre, gegen den Meister der Meister antreten zu dürfen. Okay. Olaf? Kämpfen ist unsere heilige Tradition.
Das Blut, das in dieser Arena vergossen wird, bezeugt die Stärke des Clans. Der heutige Sieger ist der neue Meister. Doch ein Held ist bereits, wer sich dem Kampf stellt. Scheiße. Bären im Nahkampf besiegen. Zu Fuß quasi, ne? Na, komm mal ran, Junge. Scheiße. Hat er gebissen oder was war das? Fuck. Eigentlich blocken. Ich will jetzt überhaupt rausfinden. Aber so stark ist er gar nicht. So, und tritt in die Seite und dann liegt der Kuscheltitty. Du hast Olaf besiegt. Nackiger Kampf. Gibt es noch jemanden, gegen den ich kämpfen kann? Du hast alle Kämpfer in Skellige besiegt. Damit bist du der Meister der Inseln. Du kannst stolz auf dich sein, mein Freund. Ich hab dich beobachtet. Du hast großes Potenzial. Kannst du dir vorstellen, Amateurkämpfer abzulegen? Als Profikämpfer anzutreten vielleicht? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich suche jemanden, der das Zeug dazu hat, den Meister der Meister von seinem Thron zu stoßen. Ein gewisser Skelliger hat den Titel inne. Ich bin sicher, nur du kannst es mit ihm aufnehmen. Frage dich selbst. Bin ich manns genug, nach Skellige zu segeln, um den Meister der Meister herauszufordern? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Speaker Rock gibt es eine Arena. Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse ihnen ausrichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Okay. Ja, dann gibt's ja doch noch einen Kampf. Oh, warte mal. Ein Schwert bekommen. Und ihr habt den Bären tot gehauen. Ja, sorry, Digga, das wollte ich nicht. Nein, Nebenquest. Meister der Arena. Gut, da muss ich hin. Speaker Rogue. Ich glaube, da muss ich auch für die andere Quest hin. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mume. Was in Krachsburg passiert ist, wir lösen unsere Probleme selbst. Noch das Blut vom Boden. Ach komm, Leute, lass mich doch mal durch hier. Ich hab dich im Blick. Und da hat er gepennt. So. Glatt dran vorbeigelaufen. So, jetzt mal kurz die Frage. Den Meister der Arena, um den Anteil der Erlöse abzuholen. Willst du kämpfen? Komm, reden wir. Ja. Doch, aber ich ziehe den mächtigen Edwin gekämpft. Edwin ist jetzt nicht mehr so mächtig. Dort hat ihm beide Arme gebrochen. Er kann nicht mehr pissen ohne Hilfe. Möge deine Art. Sei gegrüßt. Das Geschäft läuft wunderbar, soweit ich sehe. Und ob? Alles, was Beine hat, will in der Spukarena kämpfen. Dann muss mein Teil der Einnahmen ja recht ansehnlich sein. Oh ja, hier! Geschäfte in Skellige sind doch stets ein Vergnügen. Komm doch mal bei uns vorbei.
Hier wird Wichtiges passieren. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Ich hoffe, dass es auch stimmt. Lebt wohl. Jo, das war die Quest. 20 Kronen, ui. Ich hätte jetzt eher mit irgendwie 300 gerechnet. Beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich fühlt, nicht? So, muss jetzt der Krieg machen, da ist er. Hallo. Oh, der Mutant. Hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Kämpfen wir mit bloßen Händen? Ja, mit den Händen. Das wird hart. Ja, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Euer Meister ist ein Troll. Ist das allen recht? Hat keiner damit ein Problem? Warum sollten sie? Es ist ein ehrenvoller Troll. Er kam, wollte kämpfen und der letzte Meister stimmte zu. Das war Sama. Wir nannten ihn Sandlocken. Das war noch bevor der Troll ihn mit dem Kopf voraus in den Dreck schmiss. Hat der Troll einen Namen? Wir nehmen es an, aber er wird ihn nicht verraten, ehe er geschlagen ist. Ein fahrender Troll. Wenn er den Kampf nicht überlebt, wird er auch nicht viel sagen. Ja, stimmt schon. Aber ich wette, er kann sich nicht vorstellen, zu verlieren. Als Troll kann er sich vielleicht eh nicht viel vorstellen. Logik wird nicht seine Stärke sein. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva? Es ist Zeit. Na toll. Hab mir die Suppe eingebrockt, die muss ich jetzt auch auslöffeln. Spuren im Nacken, ne? Töte oder werde getötet? Wow. Was jetzt, du Stinkdreck? Da wäre ich fast in seine Kopfhaut gesprungen. Ist er gar nicht. Ist er knapp. Er ist einfach nur tierisch langsam. Das kann ich ausnutzen. Verdammt, bist du hässlich. Oh, hab ich was erwischt? Der war viel zu schwer für mich.
Geschafft. Geralt von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Warum schreit er denn so? Ich stehe direkt neben ihm. Attack Akidal. Troll heißt Attack Akidal. Ja, ich sag mal, er darf mich vertreten, solange ich weg bin. So, die beiden sagten, ich soll später mal wieder reinschauen. Bis das soweit ist, habe ich das mit Sicherheit vergessen. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit allen Nebenquests und so weiter aufs Gillige. Jetzt geht's hier mit den Waffenbrüdern weiter. Ceres, Krach und Moissac. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich fange an mit Moissac, weil Ceres und Krach, die sind hier sowieso beide auf einer Ecke. Und dann schauen wir mal, wie wir uns auf die wilde Jagd vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin und ciao.